Willkommen und hallo zurück auf der Drei-Stern-Map. Mein Gott, also ich muss mir wirklich mal eine Liste machen und einen Anfang machen, ne? Normalerweise sage ich zu allem Mahlzeit, egal ob Nacht, Tag oder sonstiges. Ich meine, das ist ja auch so die schönste Zeit, so wenn man an seine Pause halt denkt, ne? Und ja, gut. Auf jeden Fall. Wie gesagt, willkommen zurück. Sommer hat angefangen. Ich war jetzt gerade eben ein bisschen schockiert, weil der hat einfach gesagt, ja, ist klar, Sommer hat angefangen. Du darfst aber jetzt mit der Maus nicht mehr weitermachen. Also du darfst dich jetzt nicht mehr umgucken. Also muss ich das Spiel neu starten. Dafür sorry, weil ging gerade eben schon so ein bisschen weiter. Gut, wie gesagt, Sommeranfang. Endlich wieder. Bei uns ist fast schon wieder Sommerende. Kann man jetzt nicht anders sagen. Spinnerei nimmt immer noch Woll an. Die sind auch verrückt. Die wollen immer noch Wolle Petri hören. Ich guck mal gerade, ob ich ein bisschen noch was hab. Sieht schlecht aus, sieht schlecht aus. 258 sind 258, die kann ich auch noch wegfahren, ne? Aber so oder so, ich mache erstmal sauber. Dann hau ich das Gras und die Silage nochmal voll. Und ja, Kraftfutter kann ich vergessen. Habe ich nicht. Schweinchen können auch noch gebrauchen, aber Schweinchen können auch noch einen Tag überleben. Gut. Wie gesagt, jetzt nochmal ganz kurz in der Richtung abcheckulieren. Ich wollte noch die Karte mir angucken. Da könnte sich auch was geändert haben. Ja, die sind im vollen Wachstum. Ich bin jetzt mal gespannt. Die Düngestufen sind auch noch alle drauf. Gras könnte ich nochmals düngen. Da gehe ich jetzt nochmal gucken. Wenn ich dann jetzt gleich mit dem kleinen Trecker hier fahre. Jo, einsteigen. Und ab geht's zum Frontlader. Das gleiche Spielchen wie eben. Wirklich das gleiche Spielchen. Warum bin ich denn wieder in der Außenansicht gewesen? Aber egal. Wird er schön den Lack zerkratzen. Es lohnt sich. Ne? Wir kriegen ein bisschen Kohle dafür. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Wolle noch so lange hält. Länger als einen Tag. Ja. Also direkt wieder verkaufen gehen. Aber erst mache ich noch, wie gesagt, die Stelle sauber. Das ist mir schon wichtig, ne? Dass die Tiere auch wenigstens ein schönes Zuhause haben. Hat meine Hunde auch, also. Warum sollte ich da jetzt denn hier eine Ausnahme machen? Siehst du, ich habe es gar nicht ausprobiert, ob ich jetzt mit dem Controller irgendwas machen kann. Normalerweise nach einem Spielneustart geht das. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, ist ja nicht so wild. So, ich glaube, ich hatte 3 Grad und war auf 16 oder so oder 15. Gucken wir mal. Passiert irgendwas? Ja, ich glaube, ich bin zu schnell und ich bin zu hoch. Aber ist kein Problem. Fahren wir das Ganze wieder zurück. Ah, es geht sogar. Es geht. Sieh mal an. Dafür, dass ich nicht so oft in der Innenansicht fahre. Cool. So, minus 3. Und hier waren es mindestens 15, eher 14, 13 wahrscheinlich. Na komm, es geht schon. Also, Kühe nicht hingucken. Wenn das jetzt eben schiefgegangen ist, dann lag das daran, weil ich das erstmal in der Innensicht fahre. Einfach ignorieren. Bitte. Danke. So, ihr kriegt jetzt noch ein bisschen Gras und ich muss einen Ballen da jetzt gleich noch reinpfeffern. Wenn ich hier einmal stehe, dann kann ich direkt Gras schaufeln. Ne? Und nehme dann gleich auch eine Schippe direkt mit rüber zu den Schafen. Schaffe, 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 Häusle bauen. Zack, zack. Ja. Nee.
Nicht das Gelbe vom Ei, es ist doch so wenig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. So wenig hätte ich es nicht gedacht. Also ich muss auf jeden Fall noch Rasen machen. Gras. Aber dafür steht ja das Mähwerk und alles noch da. So. Moin. Boah. Komplett weg. Einmal Tutti, komplett die weg da. Aber ich kann den. Ich guck mal gerade. Ist zwar Verschwendung, aber ich glaube, ich gebe den Schafen gleich einfach einen kompletten Ballen Heu. Geht auch. Also, die nehmen beides. Die sind da offen für alles. Ich habe nichts Falsches gesagt. Aber so wie es aussieht, können die einiges gebrauchen da, ne? Bin mal gespannt. Ja, komm. So. Ich meine, dafür ist das Zeug ja da. Man kann es ja auch ziemlich schnell wieder herstellen. Ich unter anderem auch neben der Aufnahme. Also, ne? Ich kann das auch herstellen, wenn ihr quasi gerade nicht zuschaut. Ist ja gar kein Problem. Ist ja schnell gemacht. Zack, zack, noch ein bisschen runter hier. Aha. Aufgesetzt. So, jetzt aber. Jetzt aber, komm. Komm, 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 komm. Ja, er hat's, er hat's, er hat's. Immer noch so ein kleines Stückchen. Aber das kriegen wir jetzt auch noch weg. Das Problem ist, ich weiß wirklich nicht mehr die Winkelzahlen hier und alles, ne? Das ist gerade so ein bisschen schwierig. Aber ich bleib in der Ansicht. Ich gehe jetzt nicht nach außen. Das könnt ihr vergessen. Nicht für das kleine Häufchen Elend da vorne, was da noch liegt. So, jetzt aber. Noch ein bisschen runter hier. Ja. Aha. Müsste weg sein, ja. Wunderbar, sauber. Also, wahrsten Sinne des Wortes, sauber. Gut. Ich komme gleich bei euch noch Wolle holen. Ich gehe nochmal gerade gucken, was die Schweinchen da noch so fabriziert haben, was da so rumfliegt. Die kriegen auf jeden Fall dann wieder das Mais zurück. Oder ich fahre das Mais noch schnell bunkern. Und sie kriegen gleich wieder komplett Mischrationen. Problem ist halt, dass die eh so viele verschiedene Sachen brauchen und so viel unterschiedlich halt daraus futtern von den Prozenten. Ich guck mal gerade. Das Mais kriegen sie definitiv nicht. Mais ist mehr als genug noch drin. Könnte man ja theoretisch auch noch genügend abgeben. Mais habe ich mehr als genug. Problem sind halt die Bodenfrüchte, ne? Deswegen kommt immer die Komplettmischration da rein. Ja, gut. Aber okay. Gut, haben wir das? Achso, ah, ich wollte ja den Ballen wegfahren. wie gesagt, gedüngt ist. Ich bin mal gespannt, ab welchem Zeitpunkt man sich darüber Gedanken machen kann, ob man aberntet oder nicht. Ich glaube, die erste Ernte wird wahrscheinlich noch mit einem Leihmähdrescher passieren, weil ich habe keine Kohle und ich sehe es auch nicht ein, jetzt dafür extra irgendwie noch einen riesen Kredit aufzunehmen. Da steige ich noch raus hier. Gibt's ja nicht. Komm, schmeiß mal ab. Ballen oder Palette? Erst Ballen oder erst Palette? Wer weiß, wie lange die noch beschäftigt sind, ne? Also wie lange Wolle noch gewollt ist. Also wie lange Wolle noch im Geschäft ist. Ne? Hat ja auch schon ein oder zwei Songs bisher. So ist das nicht. Ja, fahren wir schnell. Dann gibt es Ballen nachher. Das Ganze in der Innenansicht alles hier. Ob man sich's angucken kann oder nicht, vollkommen egal. Hauptsache Innenansicht. Ein bisschen mal in der Richtung agieren.
So, und jetzt als erstes will er vorne den lustigen Hubbel mitnehmen. Ich fand, der war super. Ich mache hier Trick 17. Ich fahre an den Schweinen vorbei. Wahnsinn. Mensch, was bin ich, ein Fuchs. Soll mal ein bisschen Gas geben hier. Jo, 5 Minuten haben wir noch. Ah, ich habe die Tür zugemacht. Wer hat denn schon wieder das Tor zugemacht? Ich lasse den Krempel jetzt auch, glaube ich, mal auf, weil wir haben 5 Uhr morgens. Ich könnte ja heute mal arbeiten. Ne? Nicht immer nur vorspulen, sondern auch mal arbeiten. Oh. Ja, lande doch jetzt gleich im Wasser, Mensch. Es war so klar. Es war so klar. Oh. Der liegt aber gar nicht mal so schlecht. Na, das werde ich noch hinkriegen. Ich meine, auf den Kopf gefallen bin ich ja nicht, Hust. Wie gesagt, 2 Fahrten so. Ich habe eh noch nicht genügend Ballen. Ich bleibe in der Aufnahme. Ich werde es, glaube ich, dann auch mit aufnehmen. Es tut mir leid. Müsste halt nochmal Ballen ertragen. Ich brauche auf jeden Fall welche. Ich muss da jetzt echt mal ein bisschen Gas geben. Es ist einfach so. Nein, nicht, nein. Ach, komm schon. Nochmal. So, zurückfahren. Ja. Sauber. Haha. Trick 17. Wie er wieder am Zaubern ist. Der gute Farmer. Vielleicht sollte ich nicht ohne Gewicht mehr als 30 km/h fahren. Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Ich muss. Und Scheiße, ne? Ich muss momentan echt überlegen, was ich sage, weil ich habe so viel Mist im Kopf und so viele Ausdrucksweisen, die eventuell von YouTube nicht gerade ja, unterstützt werden. Da muss man echt manchmal sich Gedanken drum machen, ne? Schlimm. Unfassbar. Wie habe ich nur meine Jugend überstanden? Wie habe ich nur bisher irgendwie mich ausdrücken können und artikulieren können? Wahnsinn. So, wieder zurückfahren und dann kriegen die jetzt noch Ballen. Punkt. Ob ich jetzt wirklich die Silageballen dafür opfere? Ich habe eh nicht so viele. Ich habe, glaube ich, nur 2 oder so. Also die Krühe. Mein Gott. Das habe ich gestern noch gesagt, Milch, ne? Milch und Müll. Also die Kühe kriegen jetzt gleich auf jeden Fall noch den letzten Rest vom Schützenfest, was das Gras angeht. Es war nicht mehr so viel. So, einpacken. Aber was ich sagen muss, wir haben ja Sonntagmorgen. Wenn ihr das Video seht, ist quasi schon wieder fast Wochenende. Aber morgens dreht sich's besser. Es ist jetzt nicht mehr morgen, es ist jetzt 16 Uhr, aber wie gesagt, morgens dreht sich's besser. Es ist fast schon wieder Abend. So. Wie gesagt, letzte Aufnahme für heute. Wenn ihr das gesehen habt, dann habt ihr auch mit Sicherheit schon einen Livestream verpasst, der am Sonntag kam. Sonntags mache ich eigentlich fast immer einen Livestream. Bei Twitch, bei YouTube nicht. Die mögen das nicht. Die mögen mich nicht. Weil ich mache Milzim, ne? Armer. Und da kann es schon mal hin und wieder ein bisschen langweiliger werden. Also lasse ich auch Musik laufen. Und das mag YouTube gar nicht. Deswegen, ja.